Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute ein ganz tolles Konzentrat vorstellen, das mir selber persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich das, seitdem ich mit AMD angefangen habe, eigentlich das erste Produkt war, das ich kennen und lieben gelernt habe und es einfach auch ganz toll einzusetzen ist. Ich habe mich ja immer sehr für die Bereiche unreine Haut interessiert, fettige Haut, unreine Haut, auch ja, Akneformen und so weiter. Klar, weil mich das einfach selbst betroffen hat. Und deswegen bin ich eben sehr schnell bei AMD auf dieses tolle Konzentrat gestoßen, das wir seitdem immer einsetzen in der Kabine. Die meisten, die zu uns kommen, kennen es natürlich auch. Und zwar ist es das Rosa Dermkonzentrat. Das wird ganz vielen von euch was sagen, weil das machen wir zum Beispiel auch drauf, wenn wir Augenbrauen gezupft haben, wenn wir die Oberlippe enthaart haben und dann ist es natürlich immer rot und die Follikel, wo wir die Haare rausgezogen haben, sind offen und da wirkt das eben sehr schön beruhigend. Ganz stark beruhigend bei Rötungen. Es ist antibakteriell, also es ist richtig gut gegen Entzündungen geeignet, hat ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe. Wer die Videos von uns verfolgt hat, werden jetzt auch wird euch jetzt schon ein paar Sachen auch was sagen, wie jetzt zum Beispiel, es ist in dem Rosa Dermkonzentrat auch Lakritz enthalten. Lakritz kam auch vor in den Produkten, wo wir über die Überpigmentierung gesprochen haben, heißt auch hier ist etwas drin, was diese Überpigmentierung ein bisschen hemmt, wo dagegen arbeitet, in Form von Lakritz. Lakritz ist außerdem auch antibakteriell, auch sehr stark antibakteriell und wirkt eben auch gut gegen Pigmentflecken. Also das sollte man nicht vergessen, was da alles komplett drin ist. Ich habe ja gesagt, AMD packt immer sehr viel in ihre Produkte mit rein, sodass es wirklich für viele Bereiche einen guten Nutzen hat. Ich habe mit dem Rosa Dermkonzentrat angefangen, einfach für die unreinen Häute. Im Moment ist es fast, dass meine Kolleginnen zum Beispiel sagen, das ganz oft bei Kuparose, bei den Rötungen, bei solchen Geschichten, wenn man sehr zu roten Wangen neigt, ist das absolut das Produkt der Wahl, ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe damit angefangen, einfach für die unreine Haut. Es hat nämlich auch noch den Stoff Tutarol mit drin. Das ist auch ein pflanzlicher Stoff von einem Baum. Und der zum Beispiel wirkt ganz, ganz toll gegen, gegen die Probionibacterium Acne. Sehr gezielt, sehr gut wirkt er da eben dagegen, kann der ganz gut was bewirken und deswegen kann man das natürlich auch bei verschiedenen unreinen Häuten einsetzen, was auch immer wieder vergessen wird, weil man immer diese Rötungen im Vordergrund hat bei dem Rosa Derm. Genau, dann ist Bisabolol mit drin in der chiralen Form, was chiral heißt, habe ich auch schon erklärt in den Anti-Aging-Videos. Es ist eben in diese Form gebracht, damit die Haut es besser aufnehmen kann und somit kann das viel besser und stärker wirken. Das Bisabolol in der chiralen Form wirkt hier 100-mal stärker, wie wenn es nicht in der chiralen Form wäre. Also Bisabolol, Lakritz, Totarol, das sind alles Wirkstoffe, also Wahnsinn, was da für Power drin steckt. Sehr entzündungshemmend, antibakterielle Wirkung, also rundum ein ganz tolles Produkt. Wie gesagt, bei Rötungen super gut, allein schon wegen dem Bisabolol, wegen dieser starken Wirkung davon. Eben bei Rötungen ganz toll eingesetzt, bei eben Enthaarungen, weil das dann einfach auch eine Reizung ist, vielleicht auch mal kleine Pickelchen entstehen. Ihr kennt es vielleicht von der Oberlippe, wenn man sich enthaart hat, dass kleine Pickelchen entstehen. Da ist das Rosa Derm auch klasse. Also wir machen es eh immer drauf, wenn wir was enthaart haben. Genauso für eben die ja, die einfach stark reagieren, die eh schon immer zu einem roten Gesicht neigen, ist das total klasse. Welche, die mit den Wangen Probleme haben, mit dem, ja, in die Richtung eben Kuparose, Teleangiektasien, solche Sachen, rote Wangen, ist das natürlich absolut das Produkt, das ihr dafür verwenden könnt. Genau, und einfach auch für die sehr sensible Haut, um die einfach runter zu fahren, wie gesagt, sehr beruhigend, aber auch sehr antibakteriell. Deswegen ist das ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich zeige es euch mal, das ist wieder in so einer Pipettenflasche. Ihr könnt euch also wieder eine kleine Menge rausnehmen. Das ist richtig braun und ihr seht, wenn ich jetzt meine Hand drehe, dann läuft das auch richtig runter. Also es ist richtig flüssig, damit ihr die Konsistenz ein bisschen einschätzen könnt. Und so ein Tropfen reicht gut schon aus für auf jeden Fall so eine Fläche wie meine Hand. Das ist absolut ausreichend. Also sagen wir mal, wenn ihr hier die Bereiche habt, dass ihr sagt, ich neige immer zu roten Wangen, ich habe auch schon diese Äderchen,
dann wäre das absolutes Konzentrat, was für euch super geeignet wäre. Macht euch einen Tropfen drauf und verreibt es. Seht ihr ja, das ist ungefähr so wie meine Hand, diese Fläche. Und das reicht dann schon vollkommen aus. Wie gesagt, auch sehr gut einzusetzen, wenn man eben mit Unreinheiten auch zu kämpfen hat. Da ist es auch ein ganz tolles Konzentrat. Ja, und wenn ihr so eine ganz sensible Haut habt eben und euch mit gar nichts hintraut, dann wäre das auch dieses Einstiegsprodukt. Also mit dem kann man wirklich auch die ganz, ganz sensible, irritierte Haut behandeln, dass man sagt, man fängt mal mit dem Rosaderm-Konzentrat an. Es kommt dann noch die Rosaderm-Maske, die ich euch vorstelle. Das ist natürlich eine gute Kombination. Und was ich vergessen habe, was auch mit drin ist. Es sind auch die Spin Traps mit drin. Die sind uns auch schon begegnet in den Anti-Aging-Videos. Spin Traps, also das heißt, es wird auch was in dem Konzentrat, ist eben auch was gegen freie Radikale, um die freien Radikale einzufangen und einfach ja, positiv auf die Haut wirken zu lassen. Sie zerstören sie sozusagen nicht, sondern sie drehen sie eben in positive Radikale sozusagen. Genau, dass sie der Haut nichts mehr antun können. Das ist auch mit drin enthalten. Und eben vor allem eingesetzt bei wirklich dieser ganz empfindlichen Haut, da kann man mit diesem Rosaderm-Konzentrat ganz, ganz toll starten. Also zusammengefasst für die sehr sensible Haut, für welche mit den roten Wangen oder roten Äderchen, da ist es absolut klasse, da würde ich auch damit auf jeden Fall starten. Und auch für verschiedene Aknebereiche oder wenn man sagt, ja, ich habe so eine Mischung von allem, ich neige auch sehr zu Rötungen und habe auch unreine Haut, da sollte man absolut mit dem Konzentrat anfangen. Wie es eingesetzt wird, ist so, ihr reinigt eure Haut, ihr nehmt dann den Antiradikal-Cocktail, also das Gesichtswasser, und dann ist das Konzentrat immer das Erste, was ihr euch drauf macht. Also reinigen ist natürlich klar, gehört Gesichtswasser immer dazu, Reinigung und Gesichtswasser, und danach das Rosaderm-Konzentrat. Und dann, ihr habt ja gesehen, es ist sehr flüssig von der Konsistenz. Das ist wirklich nur ein Zusatzprodukt, mit dem ihr startet. Danach natürlich eure gewohnte Pflege, also einfach noch eine Creme drauf machen oder abends eventuell die Rosaderm-Maske. Und von der erzähle ich euch jetzt auch. Ich möchte euch gerne beide Produkte vorstellen. Die Rosaderm-Maske gleich mal zum, wie man sie verwendet. Wenn ihr zum Beispiel abends euch gereinigt habt und das Gesichtswasser aufgetragen habt und habt dann zum Beispiel das Rosaderm-Konzentrat genommen, lasst es kurz einwirken, vielleicht dazwischen Zähne putzen oder irgendwas, dann hat es kurz eingewirkt. Und dann könnt ihr euch die Rosaderm-Maske drauf machen. Das ganz Tolle an dieser Rosaderm-Maske ist, dass, ja, man muss sagen, den Hintergrund hat es, dass es Statistiken gibt, wo man einfach rausgefunden hat, die Deutschen sind etwas maskenfaul. Das sind andere Länder ganz anders oder da haben die Frauen ganz andere Rituale von der Gesichtspflege her und achten da mehr drauf, aber die Deutschen sind ein bisschen maskenvoll. Naja, drauf, machen wieder drunter, dann die Pflege, das ist vielen zu viel. Und deswegen kommt euch da die Rosaderm-Maske ganz, ganz toll entgegen, weil die Rosaderm-Maske könnt ihr ganz dünn drauf machen auf die Haut und die könnt ihr auch über Nacht drauf lassen. Sozusagen könnt ihr die gleich wie eine Abendcreme benutzen. Dann lasst ihr die Abendcreme weg. Ihr tut euch, wie gesagt, reinigen, Gesichtswasser, Rosaderm-Konzentrat, zum Beispiel auf dem Wangenbereich, einfach, dass es da nochmal eine stärkere Wirkung hat. Macht euch dann ganz dünn die Rosaderm-Maske drauf und könnt die gerne drauf lassen. Es spricht auch nichts dagegen, dass ihr die nach einer halben Stunde wieder runter macht, aber es reicht wirklich so dünn, dass die auch fast ganz wegzieht. So viel zum Thema auch nochmal, dass man von allen denen natürlich nur sehr wenig verwenden muss. Ihr macht euch die ganz dünn drauf, das ist eine Gelmaske. Die ist so leicht bräunlich, sieht man aber auf der Haut, wenn man sie dünn aufträgt, so gut wie gar nicht, außer dass sie vielleicht darin glänzt. Ihr tragt euch die dünn auf und lasst sie einfach drauf. Wenn ihr sie aber wieder abmachen möchtet, wenn ihr sagt, nee, über Nacht mag ich das nicht, dann, dann könnt ihr sie abmachen zwar, aber bitte lasst sie mindestens eine halbe Stunde drauf. Einfach damit die ihre tollen Vorzüge, was alles in der Maske drin ist, einfach auch wirklich alles entfalten kann. Also eine halbe Stunde soll sie mindestens drauf bleiben. Aber ich finde es mega praktisch, dass man sagen kann, ey, die lasse ich gleich drauf. Da hat man doch gleich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Heißt, ich brauche an dem Abend keine Abendcreme. Ich habe diese Vorzüge von der Maske. Benutze eben auch eine Maske, weil ich sie drauf lassen kann und es einfacher ist. Genau, dann seid ihr schon fertig für den Abend. In der Früh steht er ganz normal, wenn er aufsteht, tut es ganz normal eure Gesichtspflege machen, also wieder reinigen, somit die Reste von der Maske abnehmen und genau einfach weiter pflegen, wie sonst ihr das halt auch in der Früh macht.
Also diese Maske ist ganz, ganz toll einzusetzen, weil man sie einfach auch drauf lassen kann. Über einen langen Zeitraum, auch gerne, wie gesagt, über Nacht. Und nur so wenig nehmen, dann zieht es auch schön weg. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem, mit dieser Maske zu schlafen. So, kommen wir zu den Inhaltsstoffen der Rosaderm-Maske. Der Hauptwirkstoff ist das Weidenröschen, das sehr viel davon enthalten ist. Also wie gesagt, der Hauptwirkstoff Weidenröschen ist stark beruhigend, was ganz wichtig ist natürlich, stark beruhigend. Und man hat herausgefunden, dass es ganz gut gegen die Bakterien wirkt, die bei einer Akne beteiligt sind. Also das nicht zu vergessen, auch wieder für die unreine Haut perfekt geeignet. Dann ist unter anderem auch Aloe Vera enthalten, einfach für die Feuchtigkeit auch nochmal. Und Kupfer, das ist ja eines der wichtigsten Spurenelemente, Kupfer ist auch enthalten und ist beteiligt an, an den Hautstoffwechsel. Und auch Beta-Glucan, was man aus der Glucanacreme kennt. Also ihr seht, wie sich die immer wieder ergänzen und immer wieder auch in vielen Produkten enthalten sind. Beta-Glucan baut die Haut auch ganz toll auf und soll dieses Hautimmunsystem unterstützen. Also ihr seht, rundum eine mega tolle Maske, sehr gut gegen Rötungen, wie das Rosaderm-Konzentrat, sehr gut bei unreiner Haut auch geeignet, wirklich dünn auftragen. Und jetzt zeige ich sie euch mal kurz. Also das ist die Verkaufsgröße, die 30 ml, wie ihr es schon kennt von AND. Das ist jetzt unsere Kabinengröße, aber die ist offen. Und ich möchte es euch mal zeigen, die ist so leicht bräunlich, eben eine Gelmaske. Ich entnehme jetzt mal ein bisschen, ich entnehme mal so viel, wie es fürs Gesicht reichen würde. So ungefähr, reicht vollkommen aus. Machen wir mal hier drauf. Ihr seht schon, das ist jetzt für meine Hand natürlich viel zu viel. So, ich komme mal näher. Das ist, seht ihr, richtig eine Gelmaske. Und wenn ihr die dünn auftragt, sieht man davon gar nichts, sondern nur, dass die so glänzt. Das ist jetzt sehr viel für diesen kleinen Bereich, drum glänzt auch so, aber sie ist sonst sehr durchsichtig und man sieht nicht viel davon. Heißt, wenn ihr die drauf habt, ganz dünn, und ihr müsst noch den Müll schnell runterbringen, habt da jetzt nicht eine grüne Maske drauf, braucht ihr keine Angst haben, sondern sie ist gelig, sie hat auch so einen schönen kühlenden Effekt, durch das, dass es so eine Gelmaske ist. Und wie gesagt, einfach dünn auftragen und drauf lassen, wäre super. Und wo die auch sehr toll ist, ist, wenn ihr, wenn ihr mal ein bisschen einen Sonnenbrand oder zu viel Sonne abbekommen habt, könnt ihr die auch super einsetzen. Was ich noch kurz erwähnen muss, es ist auch Ringelblume enthalten und die belebt ein bisschen. Also es könnte sein, wenn ihr die auftragt, dass es schon am Anfang ein bisschen bitzelt. Das ist dann einfach die Ringelblume, die mit drin ist, weil die ja ein bisschen eben belebend wirkt. Also da keine Sorge, man darf es ruhig auch mal merken, weil es einfach sehr viel Wirkstoffe enthält. Und das ist dann eben die Ringelblume, wenn ihr es ganz leicht merken solltet beim ersten oder zweiten Mal auftragen oder wenn eure Haut sehr irritiert ist, zum Beispiel durch zu viel Sonne. Dann könntet ihr das merken, aber keine Sorge, das heißt nicht, dass ihr es nicht vertragt, sondern nur, dass die Ringelblume da innen eben etwas aktiv ist und das merkt man eben auf der Haut. Genau. Okay, wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gern. Unser Angebot natürlich für diese Woche ist, dass die Rosaderm-Sachen, also Rosaderm-Konzentrat und auch die Rosaderm-Maske im Angebot sind, noch bis Sonntag. Heißt, ihr bekommt auf die zwei Produkte 10%, wenn ihr sie ordert. AND kann natürlich nicht über den Shop erworben werden, sondern müsst ihr über uns direkt bestellen. Genau, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ansonsten macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.